Hi YouTube! Ja, ich habe heute vor, hier durch die Küste mit Andi lang zu laufen. Es ist richtig schön, ein bisschen Survival, habe ich mir gedacht. Hier sind Klippen, hier ist sauberes Wasser. Wir sind gerade in Süditalien, in Palermo und ich möchte euch einfach hier mitnehmen durch den Weg hier, weil ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen, da durchzukommen. Aber wenn wir das schaffen, kommen wir zum anderen Strand und dort ganz hinten ist irgendwann unser Flughafen nach Deutschland wieder zurück. Kommt mit, es wird lustig. So, guckt das euch mal hier an. Ja, was ist das? Verbrannte Palmen. Das ist richtig heiß hier. Ha? Hier. Ja, oh, guck mal. Schaut euch das mal an. Die leben ja richtig. Opa. Wo die verbrannt sind. Ja, ja, stimmt. Guck mal, hier alles verbrannt und hier die Blüte der Natur. Ja, aber da geht's erstmal weiter. Ja, Alter. Ist das tief, Leute. Oh, ich merke den ersten Regentropfen. Und da müssen wir lang. Ja, Leute. Es regnet schon und... Schaut euch das mal an. Das ist halt so crazy. Alter. What? Alter. Huhu. Und hier geht's komplett nach oben. Wir sind gespannt, ob wir es schaffen. Ist auf jeden Fall ein harter Weg. An der Küste entlang. Alter, ja, schon gut hoch. Wir sind jetzt ewig hier so durch. Puh. Alter, mal gucken, ob wir das schaffen, Leute. Oh. Ja, wird schon rutschig. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Das sieht ja schön hier aus. Schau mal. Leute, macht Urlaub, Leute, macht Urlaub. Geht zum Boss, ey, ich will Urlaub, geht nach Süden. Perfekte Zeit, es ist warm, aber nicht zu heiß. Richtig schön heute, heutzutage jetzt Urlaub zu machen. So, Leute, hier müssen wir jetzt irgendwie lang. Mal gucken. Ist auch schon wieder sehr, sehr tief alles. Hier ist nass die Stelle. Boah, krass, ey. Ja. Sieht das schön aus. Sind das nicht schöne Aufnahmen, Leute? Geil. Ja, hier ist mein Fuß, ne? Könnt ihr euch ein bisschen überlegen, wie tief das schon wieder ist. Wir haben von hier aus einen guten Aussichtspunkt und wie es scheint, ist dort einer der machbareren Wege an dem Ufer entlang, an der Küste entlang. Und mal schauen, was sich daraus resultieren wird. Pass auf, hier habe ich glaube ich eine Schlange gesehen. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die giftig sind oder nicht. Das ist auch nicht. Alter. Boah, guck mal, wie scharf diese Steine hier überall sind. Die sind wie Messer. Die sind wirklich wie Messer. Hier könnte man sich einfach Würstchen schneiden. Und hier noch nicht ganz. Aber es gibt schärfere Stellen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man nur hier einmal abrutscht, Mann, du kannst hier wirklich dir was aufschneiden. Wir müssen uns wirklich beeilen. Da hinten hat Andi einen Blitz gesehen. Ganz komplett krank, Alter. Hier durch das Gewitter ist schon heftig. Hört ihr? Hört ihr, Mann? Das ist das Leben. Geil. Survival in Italien. Hey Leute, es geht auf jeden Fall krass hier rum ab. Mal gucken, ob wir es schaffen. Nein, gut, alles gut, Leute, ey. Macht euch keine Sorgen, wir machen es wirklich so oft. Wir haben ja... Hier kannst du nicht reingreifen. Ah, perfekt. Richtig gut. Ah, okay. Weil das okay. Sind schon ein paar Meter. Ja, macht es auf jeden Fall nicht nach, wenn ihr es nicht könnt, ne? Das ist halt nicht cool, wenn man hier einfach wegrutscht, Leute. Weil es ist schon sehr tief. Müssen wir jetzt runter. Ist sehr steil noch, aber keine bessere Möglichkeit. Hier runter zu kommen. Okay, Mann. Es fängt auch da oben an zu regnen, seht ihr das? Es fällt ab. Okay, Mann, Andi, let's do it, Mann. Okay, ich bin jetzt schon unten. Andi kommt nach. Oh, warte mal, ich muss euch das mal zeigen. Diese Perspektive, die ist so crazy.
Genau deswegen bin ich zuerst gegangen, weil die Steine rollen einfach. Es wäre blöd, wenn ich hier unten runterkletter noch und eher oben oder ich andersrum oder so. Da muss man immer drauf achten. Ja, ey, wenn es euch von hier bis hier schon gefallen hat, abonniert mal gerne. Es lohnt sich, glaube ich. Es lohnt sich für euch. Wenn nicht, abonniert nicht, aber das würde mir helfen. Oh, schön. Wir sind jetzt unten angekommen. Wir sind jetzt die ganze Zeit am Ufer lang. Die Steine sind verdammt groß, aber wird schon möglich sein mit dem Regen. Hier sind so kleine Bäche, also kleine Sees, Planschbecken, wie man auch das nennen soll. YouTube, lebt ihr noch? Ich hab euch weggeschmissen, entschuldige. Oi, wieder rutschig. Okay, weiter geht's. Boah, schaut mal. Puh, hier ist so eine kleine kaputte Bucht. Ja, das ist heftig, oder? Da müssen wir lang. Okay, Andi. Na? Alles fit da oben? Mhm. Boah. Alter! So, ich bin mal hier oben jetzt, weil ich muss auch hier über irgendwie rüber wie Andi. Okay, da müssen wir lang, Alter. Da geht's runter. Ich kann mal. Nimm mal das Handy aus der Hand. Ja, ich glaube, Leute, ich nehme mein Handy mal weg, weil hier, Alter, hier ist nass, hier muss man einmal Konzentration machen. Okay, man, hältst du. Weil die sind so rutschig. Hm. Boah. Ich weiß ja auch nicht, ob wir das hier jetzt wagen. Wir müssen wahrscheinlich einen anderen Weg suchen, Leute. Es geht hier wahrscheinlich hier rüber vielleicht. Und dann außen oder hier hoch. Und dann außen rum. Ne? Aber hier ist zum Beispiel Erde oder fast Sand. Das heißt, wir rutschen gleichzeitig eh. Plus Nässe. Dann die Steine hier unten. Ist gar nicht so einfach hier. Wir melden uns, wenn wir an der anderen Seite sind. So, wir sind jetzt doch nach unten wieder gegangen. Hier oben, ne? Ist zu much. Hier geht ein Weg zu den Steinen nach dahin. Das ist auf jeden Fall machbar. Aber die Steine sind sehr rutschig hier. Deswegen, ich leg mal mein Handy kurz wieder weg. Geil. Ja, ey, der Weg ist halt wirklich 10-mal leichter hier. Richtig cool. Wandern. Und bei dir? Ja, auch. Ach, schaut mal, Leute. Hier ist einfach so ein Tunnel. Boah. Ist so schön. Wow. Wir haben es bald geschafft, Freunde. Ja. Leute, schaut mal. Hier ist so eine Höhle. Ich gehe jetzt da nur rein für euch, weil ihr braucht mal wieder neue Kameraperspektiven. Oh. Mal gucken. Alter. Oh. Jetzt sind Micha. Was geht, Bros? Alter. Ja. Micha? Alter. Irgendwie gruselig hier. Es liegt so, dass hier Schlangen leben. Alter, ich glaube, ich will raus hier. Boah. Hey, Andi. Pass auf deinen Kopf auf. Pass auf deinen Kopf auf. Und Leute, wie habt ihr die Aufnahme gefunden? Hat was gehabt, ne? Voll cool. Alter, ist das schön. Jo. Hoho. Leute, ich weiß nicht, ob ihr uns seht, aber schaut euch das mal an. Krass. Da hinten ist wahrscheinlich so eine Höhle, ne? Hier blaues Wasser. Wie sollen wir da lang? Verfickte Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Verfickte Dreck. Wir melden uns gleich, Leute. What the fuck? Was passiert hier auf diesem Weg, Mann? Wie kommen wir denn hier weiter? Puh! Ich dachte auch, das wird jetzt chillig hier. Boah. Leute, das ist komplett krank jetzt. Wir haben gar keine Chance, weil hier draußen, auch im Wasser, durch das Wasser, die Wellen sind zu stark. Die Riffs sind zu scharf. Das heißt, die schneiden uns auf.
Hier ist zu much. Guck das mal an, da fallen wir runter. Müssen ganz nach oben. Und nach oben ist ein kleiner Weg und da geht's wieder lang nach unten. Und das machen wir jetzt. Okay, kurze Lage, Checkung. Wir packen jetzt alle Wertsachen, elektronische Sachen, alle in so einen Zipptüten rein. Wir müssen jetzt schwimmen hier rüber. Es geht gar nicht. Hier oben ist auch zu riskant. Leute, es geht einfach nicht. Wir müssen schwimmen. Wir machen uns jetzt ready. Die Taschen, wenn wir Glück haben, bleiben die trocken. Wenn nicht, da wird die Nacht ein bisschen kacke, ne? Dann haben wir nasse Klamotten. Aber ich habe keinen Bock zurückzulatschen. Wir ziehen das durch. Kommt mit, ey, das wird krank. Und spaßig und nicht gefährlich. Bleibt ruhig. Wir schwimmen nur am anderen Ufer. Da kann ich mal, sage ich mal so, oder with. Ja. Leute, ich hab's geschafft. Okay, meine Tasche ist halbwegs trocken. Handy ist auch trocken. Ich zeig euch das mal kurz. Alter, das war nicht so einfach, Leute. Glaubt mir, es war nicht einfach. Ich muss euch das zeigen, dass ich hier nicht lüge. Aua, Alter. Alles gut, mir ist einfach nur arschkalt gerade. Guck mal, ein bisschen blutig, aber egal. Da ist Andi. Was geht? Da ist unser Ufer, Mann. Da hinten ist auch Andi Tasche. Wir haben es geschafft. Sieht gut aus, wir können hier weiter. Jo. Andi zeigt euch jetzt, was wir alles da, wie wir die Tasche gesichert haben. Wir haben hier Zwiebelschichten gemacht. Wir haben alles reingepackt, was wir gebraucht haben. Da, wir haben es geschafft, Leute. Von hier nach hier zweimal, ey. Hier schaut mal alles. Puh. Ja, Tarp für Tarp, Poncho. Trocken, hier ist trocken. Ja, ne? Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry, dass ich so zitter, Leute, aber es ist arschkalt. Ja, okay. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde gebraucht hierhin. Trocken. Perfekt. Ha. Oh mein Gott, Michael, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ah. Yeah. Ah. Und jetzt geht's hier lang. Was? Was? Dass wir einfach mit unserer Ausrüstung das geschafft haben, Mann. Ich bin so stolz auf uns. Guckt euch das doch mal an. Leute, das sind locker 50 Meter. Wir mussten jetzt rüber. Zum ersten Mal sind wir einmal rübergeschwommen, um uns das Riff anzuschauen. Alles klar, easy. Dann nochmal rüber. Tasche, packen, rüber. Tasche, aus. Nochmal rüber. Tasche, Alter. Wow, 50 Meter jedes Mal. Also sind bestimmt. Und dann diese Wellen auch. Sind bestimmt 300 Meter locker geschwommen, 400 Meter. Ja, es ist krank, Leute. Crazy. Hier. So sieht das von dieser Seite aus. Aber Leute, ey, wir sind noch gar nicht fertig, ja, Mann. Wir müssen weiter. Damit man es nochmal sieht, ja. Elektronische Sachen. Hier, alles komplett nochmal im Zipbeutel. Safe. Ja. Also, super. Perfekt. Ich bin so gespannt, Leute, was jetzt hier gleich kommt. In der nächsten Kurve. Ich hoffe, dass wir da wegkommen. Wenn nicht... Wenn es gleich wirklich schwieriger wird, da wegzukommen, boah, sind wir so am Arsch. Wir müssen ja den ganzen Weg dann wieder zurück. Und Andi? Okay, der weiß noch nicht, wie es da aussieht. Ich ahne aber auch schon. Oh, 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 oh. Ich pack mein Handy mal kurz weg, Leute. Da ist der nächste Weg. Man sieht's endlich. Es sieht doch nicht so schlimm aus. Okay. Wir können diesmal oben noch rum. Oben rum? Wahrscheinlich. Es ist so unten, Alter. Es ist komplett krank. Ja, unten ist wirklich komplett krank. Wir müssen jetzt nach oben. Mal gucken, ey, ob das da klappt, da lang zu gehen. Hier bin ich jetzt. Oh,
Handys noch hier. Er klettert noch ein bisschen. Oh. Ja, da ist schön das Wasser. Da ist unser Ziel. Zum Flughafen. Junge, habt ihr auch mal so einen Flughafenweg gehabt wie wir? Ist aber auf jeden Fall sehr schön. Ich genieße das gerade. Gerade uns so gedacht hier oben. Es wäre voll geil, wenn der kleine Yachter oder Segelboot uns hier abholt. Einfach so, ja, kommt mit, Jungs. Sparen wir uns dieser ganze Weg hier. Sieht man auf der Kamera eigentlich, wie krank das hier ist? Ich weiß nicht, sieht man das, Leute, wie krank das hier eigentlich ist hier oben? Wenn man hier abrutscht, ist man tot eigentlich. Also ja, jetzt ohne Scheiß. Ja, stimmt. Das sind 70 Meter. Ja, es ist schon nicht ohne, Leute. Leute, ich sag das wirklich ungerne, aber Game Over, glaube ich. Ja. Da und dann hier so runter. Mal schauen, ey. Meine Fresse. Okay, Mann, hier geht's wirklich weiter runter, Leute. Hier lang. Da. Hier. Da runter. Hier lang und da durch. Da oben ist komplett crazy. Wir müssen einfach komplett runter, sonst klappt's einfach nicht. Ich habe keinen Bock, den Weg zurückzugehen. Hallo! Hier geht's runter! So, Leute, wir haben den Weg geschafft. Und dann geht's da weiter. Genau. Ja, wir sind, ich glaube, wir haben um 13 Uhr angefangen, wir haben jetzt 4 Uhr. Könnt ihr euch schon mal vorstellen, was für eine krasse Sache das ist, hier rüberzukommen. Brauchen schon 3 Stunden schon dafür. Ja. Aber wir machen weiter für euch, paar Meter. Auf jeden Fall geil, Leute. Auf jeden Fall sehr, sehr abenteuerlustig. So, ich bin nochmal hochgeklettert, schaut mal. Hier klettert jetzt Andi runter. Ist das schön hier. Ja. Free Climb. Ja, das ist wirklich Free Climb. Das ist eigentlich, wenn du mir jetzt die Taschen schon gibst. Ja, ich schmeiß jetzt die Taschen erstmal runter zu Andi und dann geht's da hinten weiter. Schaut mal, italienische Badewanne. Woo! Very good. Very bravo. Good. Salzig auch. Gut für Wunden. Ja, wir haben es geschafft, ey. Guckt euch das an. Von dort oben sind wir gekommen, hier runter. Und ja, jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Schön, dass ihr immer noch dran seid. Das freut mich. Oder die noch dran sind. Vielen Dank, das hilft mir wirklich. Ich habe Bock einfach auf den Kanal. Ich habe Bock unterwegs zu sein, sowas auch zu machen und mit YouTube das einfach zu finanzieren. Aber da bin ich ja noch sehr weit weg, ich weiß. Aber ihr könnt es ermöglichen. Wow. Voll schön, Mann. Ja, das Wasser ist ein bisschen perfekt. Schon interessant, ja. Wie das da so blubbert. Voll schön. Ja, weiter geht's. Leute, kennt ihr den Wanderweg? Hier, Wasserweg. Der Korallenweg. Das Korallenweg. Ja, ist keine Korallen, hoffe ich. Ja, nein, nicht wirklich. Das ist irgendwie Steine mit irgendwas Pflanziges. Einfach drauf treten. Ich hoffe, dass jetzt keine Welle kommt. Kannst du voll abrutschen, ja? Ja, ist sehr rutschig. Vorsicht. Warte. Ich will YouTube was zeigen, Mann. Ah, schön, Leute. Das macht Spaß. Alter, das war. Ist das cool. Ja, mit dem Handy so blöd. Ja, Leute, wir melden uns gleich wieder. Ich bin so glücklich, dass wir jetzt die schwierige Seite hinter uns haben. Ja, lebt da der Godzilla. Und wenn wir gar nicht zurückkommen können,
Dann können wir hier drunter pennen. Ja, wir nächsten Pirates of the Caribbean Weg. Jo. Alter, der ist aber diesmal heftiger, ne? Ja. Da geht's auch wieder am Riff lang, aber da hinten seht ihr schon, da prellt manchmal das Wasser gut ab. Ja, wir mussten kurz wieder nach oben, weil da unten konnten wir doch nicht lang. Das war zu wenig Fußraum zum Laufen. Da würden wir wieder im Wasser durchschwimmen hier. Ne? Durch diese Ecke hier darüber, und das wollten wir uns sparen. Deswegen sind wir jetzt hier. Auch sehr, sehr schön. Lang. Wir gehen jetzt einfach hier runter. Durch die Felsen und dann da runter. Wenn alles klappt. Wir sind jetzt 4,5 Stunden unterwegs. Oder 3,5. Ich weiß nicht, die Zeit ist einfach verflogen. Tut auch richtig gut. Wir müssen bald den Menschenstrand finden. Dann haben wir wieder Menschen unterwegs. Ey. Ich brauche wieder Sozialität. Wenn man das so sagt. Ihr könnt gerne mich korrigieren. Ich möchte meine Sprache noch lernen und immer in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe, weil nur so lerne ich. Okay, Mann, ich mache euch erstmal wieder in meine Hosentasche. Bis gleich. Auch in den Bergen kann man rutschen, Leute. Die beste Möglichkeit, die habe ich vom Kumpel Justin, Mann. Der ist einen Berg einfach runtergerutscht mit dieser Technik. Einfach ganz, ganz nah am Po und den Füßen nach unten, und dann ist der Weg 1000-mal einfacher. Das ist so interessant. Ein kleiner Klettertrick. Einfach mal so nebenbei. Ach, schön. So, Leute. Ja, Schuhe sind nass. Ihr fragt, hä? Was ist denn jetzt passiert? Ja, wir sind wieder... wir mussten wieder durch das Wasser. Und es ist ein bisschen einfacher als am Anfang des Videos. Aber das Problem war, ich habe reingeschissen. Ich habe die Tasche nicht richtig gefangen. Die ist dann im Wasser gefallen. Jetzt sind meine Sachen ein bisschen nass, aber ist nicht so schlimm, weil die Tasche nicht zu lange im Wasser war. Das heißt, nur außen ist sie nass. Dann habe ich dann meine Schuhe angezogen. An die Tasche haben wir dann trocken rüberbekommen. Ich zeige euch mal, wo wir rübergegangen sind. Ja, da gibt es auch einen schönen Tunnel. Die Sonne zeigt sich. Ihr stimmt, Mann, die Sonne zeigt sich endlich mal. Hammer, wow, die Sonne zeigt sich mal. Es tut sehr weh durch die Füße. Durch die Steine hier. Na, hier sind wir dann rüber. Und da hinten ist ein Tunnel. Ich zeige euch das mal kurz. Leute, gar nicht lustig. Da fallen einfach Steine gerade vom Berg runter. Gar nicht so lustig, Mann. Alter, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. So, jetzt bin ich aber angekommen hier. Und Leute, da ist der Tunnel. Mehr kann ich... Ja, Steine fallen wieder. Da, guck mal, auch hier jetzt gerade bei mir, da. Oh, oh. What the fuck? Okay, ja, hier ist der Tunnel, Leute. Ich gehe hier hoch, Alter. Was geht hier denn ab, Mann? Oh, hier fallen einfach Steine runter. Kein Bock drauf. Wir hauen jetzt ab. Ich melde mich gleich wieder. Andi sagt auch so, wir hoffen, dass wir diesen Endboss jetzt überlebt haben. Na, den Weg halt. Weil jetzt wird's auch einfacher, hoffe ich mal. Wir springen von Level zu Level zu Level. Ja, wir springen zu Level zu Level zu Level. Wir springen zu Level zu Level zu Level. Ey, ich konnte es euch nicht aufnehmen, weil ich habe das Handy nicht in die Hand gehabt. Da hinten ist einfach ein fetter Stein draufgeprallt auf die Erde. So richtig, oh, bam! Man hat richtig viel Staub gesehen in der Erde. Ja, und wir hauen jetzt weiter ab hier. Ja, weiter, ne? Ja, weiter. Ich freue mich schon, wenn wir bald da sind. Leute, wir sagen gerade, die wenigsten sehen sowas hier, wo wir hier gerade sind. Und ihr, ja, seid ein Teil davon. Das ist wie eine Wüste unter Wasser. Stimmt. Gefühlt. Voll schön. Leute, das ist einfach nur komplett ein Witz. Wir denken, wir haben es fast. Und guckt das euch mal an. Alles gut, wir machen es absichtlich. Wir wissen ja nicht, wie der Weg ist. Wir testen es nur aus. Wir können auch den ganzen Weg wieder zurück, aber wir dachten, wir kommen an, und jetzt sieht man sowas. Komplett wieder schwierige Sache, aber wir können hier so rüber hoch und dann geht es da lang, hoffe ich mal. Wir möchten es auf jeden Fall wissen, ob wir das hier schaffen. Okay. Hier bin ich schon runter. Hier sind die Taschen schon mal hingepackt.
Mhm. Jawohl, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Am Ende kannst du auch runterspringen, so tief ist das nicht mehr. Jawohl. Ja, sind das schöne Aufnahmen, ey. Cool. Und das ist der Weg zum Flughafen, ne? Wir haben noch 2 Tage Zeit, aber... Geil. Ich habe auch schon hier, in diesem Himmel hier, 2, 3 Flugzeuge fliegen gesehen. Die landen, auch schon cool. Da ist ein Herz. Der erste Weg, den wir hier haben. Ihr wisst, was das heißt, ne? Der Rocky Beach hält sein Versprechen. Oh ja, einfach nur wunderschön. Sind jetzt, glaube ich, 5 Stunden unterwegs oder 4,5. Wir haben einen normalen Weg hier jetzt wieder. Oh, Leute, ja, ich glaube, das war schon fast mit dem Video. Das war's, Leute. Ich hoffe, dass es euch irgendwie Spaß gemacht hat und... Für uns war es ein einzigartiges Abenteuer. Ja, ich hoffe, dass es für euch irgendwie auch spannend ist, weil man kennt es ja, YouTube-Videos anzugucken ist nicht so geil, wenn man selbst dabei ist. Aber vielleicht hat das euch motiviert und Spaß gemacht. Wir laufen erstmal weiter, macht euch einen schönen Abschied. Guck mal, hier ist wieder ein Mensch. Hallo! Ich hör Menschen, ey, voll krass. Alter, das war wirklich heftig. Ja. Leute, wir gehen jetzt erstmal den Menschenweg wieder. Jetzt geht es erstmal zum Flughafen, Richtung Flughafen. Ja, wir haben ja noch 2 Tage Zeit. Schaut euch noch mal die Gegend an. Ja, Leute, wir sind da. I love you. Macht euch einen schönen Tag. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Unterstützt mich gerne. Teilt das Video. Ja, tschüssi.